Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zum Muss-3-Tutorial. Heute wird es um Kraftrelationen gehen. Lasst uns nicht lange fackeln und gleich anfangen. Wie im Muss-2-Kapitel bereits erwähnt, hängt die Größe der Kraft, die ein Muskel erzeugen kann, von seiner momentanen Länge und von der Geschwindigkeit ab, mit der er kontrahiert. Sehen wir uns dazu diese drei Bilder an. In jeder der Gelenkkonfigurationen hat der Muskel eine andere Länge. Die Frage, die wir uns stellen, ist, bei welchem Gelenkwinkel kann der Muskel die größtmöglichste Kraft entfalten? Ein weiterer Faktor, der bei der Kräfteentfaltung des Muskels mit einfließt, ist die Geschwindigkeit, mit der er kontrahiert. Man kann den Arm langsam beugen und strecken. Man kann diesen mit moderater Kontraktionsgeschwindigkeit beugen oder strecken. Dies kann man jedoch auch schnell kräftig machen. Halten wir also fest, die Kraft, die ein Muskel entfalten kann, hängt im Wesentlichen von zwei Faktoren ab, einmal der Ausgangslänge und der Kontraktionsgeschwindigkeit. Schauen wir uns den Kraftlängenverlauf mal in einem Kurvendiagramm an. Auf der Y-Achse aufgetragen haben wir die Kraftentfaltung in Prozent des Muskels und auf der X-Achse die Sarkomerlänge. Diese wird angegeben in Mikrometer. Wir gehen wieder von den drei Gelenkkonfigurationen aus der Einleitung aus. Einmal haben wir den Ellbogen gestreckt, einmal im 90-Grad-Winkel geknickt und einmal vollständig gebeugt. In den Extremfällen, wo das Ellbogengelenk maximal gestreckt ist bzw. vollständig gebeugt ist, können nur wenige Querbrücken entstehen, sodass nur eine minimale Kraftentfaltung möglich ist. Bei diesem Fall hier, wo das Ellbogengelenk vollständig gebeugt ist, überlappen sich die Aktin- und Myosinfilamente. Diese sind schon ineinander übergegangen, sodass sich die Filamente kaum weiter überlappen können. Andersherum ist es im umgekehrten Fall, wo das Ellbogengelenk gestreckt ist. Da liegen die Aktin- und Myosinfilamente so weit auseinander, dass eine Überlappung der Filamente nur schwer ermöglicht wird und somit nur eine geringe Anzahl an Querbrücken gebildet werden kann. Den optimalen Fall haben wir natürlich hier, wo das Ellbogengelenk im ca. 90-Grad-Winkel gebeugt ist. Hier sind die Aktinfilamente im optimalen Abstand zueinander, sodass die Myosinköpfchen super an das Aktinfilament andocken können und sich eine maximale Anzahl an Querbrücken bilden kann. Ergo, der Muskel kann die größte Kraft entfalten mit dieser Gelenkstellung. Fassen wir zusammen. Für eine maximale Kraftentfaltung sollte sich der Muskel in seiner Ausgangslänge befinden. Dies erreichen wir, wenn wir den Ellbogen um ca. 90 Grad anwinkeln. Dann liegt nämlich die Länge der Sarkomere im Muskel bei 2,5 bis 2,8 Mikrometern, was einer optimalen Länge entspricht. Den Kurvenverlauf für die Kraft-Längen-Relation können wir mathematisch ganz einfach durch eine Parabel abbilden. Das sähe dann ungefähr so aus. Wir sehen, die Spitze liegt bei ungefähr 2,5 bis 2,8 Mikrometern. Da haben wir ja die optimale Länge des Sarkomers. Nun wissen wir jetzt aber, dass neben der aktiven Muskelkraft auch passive Kräfte eine Rolle spielen, da unser Muskel ja nichts anderes als Fleisch ist. Wenn wir Fleisch auseinanderdehnen, dann wird es sich wieder zusammenziehen. So ist es beim menschlichen Muskel ebenso. Dieser ist nämlich umgeben von Faszien und Bindegewebe, welche bei einer Dehnung Rückstellkräfte entwickeln, die den Muskel in die ursprüngliche Ausgangslänge wieder zurückbringen. Der Kraftkurvenverlauf sieht so aus, wie wir es hier auf dieser gelben Kurve sehen. Erst wenn der Muskel seine Ausgangslänge überschreitet, fangen die Rückstellkräfte des Bindegewebes an zu wirken. Kombiniert man jetzt die aktive Kontraktionskraft mit der passiven Rückstellkraft, so ergibt sich folgender rote Graph. Der Graph der totalen Kraft-Längen-Relation ist schließlich eine Kombination aus den beiden Graphen der aktiven Kraft-Längen-Relation und der passiven Kraft-Längen-Relation. Das Ganze schauen wir uns jetzt in folgendem GeoGebra-Applet an. Wir haben oben einen Regler, wo Move draufsteht. Das heißt, wir können diesen Winkel zwischen Bizeps, Muskel und Unterarm können wir so variieren, dass wir entweder den Arm beugen oder aber den Arm strecken. Was sehr interessant ist, ist das Drehmoment, Torque auf Englisch, welches hier angezeigt wird in Newtonmetern. Wenn wir gemäß unserer Kraft-Längen-Relation den Arm beugen, 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 haben wir ein sehr geringes Drehmoment von ungefähr einem Newtonmeter,
Wenn wir den Arm strecken, 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 dann haben wir ebenfalls ein sehr geringes Drehmoment. Wir haben ja gelernt, woran das liegt. Es gibt nämlich eine optimale Ellbogenkonfiguration, wo der Muskel die größte Kraft entfalten kann. Und das wollen wir jetzt mal herausfinden, bei welchem Winkel Alpha das denn der Fall ist. Und wir sehen, dass wir hier ein Drehmoment von 4,27 haben. Wenn wir jetzt weiter beugen, verringert sich das Drehmoment nur noch 4,13. Beziehungsweise, wenn wir strecken, verringert sich das Drehmoment ebenfalls. Unser maximales Drehmoment liegt also bei um die 65 Grad. Das und noch viel mehr können wir mit GeoGebra erreichen. Zu modellieren ist das ein super Tool, welches ihr euch auch selber anschauen könnt. Die Referenz ist Nicolas Lagi, wie angegeben. Im Netz ist dies frei verfügbar, da könnt ihr euch das runterladen und selber ein bisschen rumspielen. Das war es erstmal in diesem Tutorial von meiner Seite. Wir sehen uns im zweiten Teil, wo wir uns die Muskelleistungsgleichung nach Hill anschauen werden. Da geht es nicht um die Kraft-Längen-Relation, sondern um die Kraft-Geschwindigkeitsrelation. Danke und bis zum zweiten Teil.